Was für ein Drama, was für eine Tragödie, die wir hier erfahren, gleich am Anfang des Menschengeschlechtes. Da zwei Spuren in die Welt hineinkommen, die wir bisher, wenn wir das Buch Genesis verfolgen, noch nicht beobachtet haben, noch nicht gehört haben. Die Verehrung Gottes durch ein Opfer, das dargebracht wird, und Gewalt. Gewalt, die offenbar daher kommt, dass es Ungleichheit gibt. Warum bringt Kain seinen Bruder Abel um? Das Buch Genesis erzählt uns nicht den Grund. Das Buch Genesis erzählt nicht, warum auch Gott so handelt, indem er wohlgefällig auf das Opfer Abels blickt und nicht auf das Opfer Kains. Alles, was wir daran setzen, das zu erklären, ist reine Spekulation und erklärt nichts, weil es die Bibel uns verschweigt. Es ist ein Faktum. Und dann merken wir vielleicht, wie sehr uns dieses Drama und diese Tragödie betrifft, denn sie hat ja nicht aufgehört. Und es wäre jetzt wohlfeil, über unsere schlimme Welt, die voller Gewalt ist, zu sprechen, weil dieses Drama und diese Tragödie in uns stattfindet. Weil es auch uns so geht. Weil wir auch wir manchmal uns ungleich behandelt vorkommen. Einer oder eine offensichtlich gesegnet. Ich selber, wenn ich permanent am Vergleichen bin, möglicherweise nicht, zumindest nicht in dem Maß. Und dann überläuft es uns ganz heiß, uns Kains Kinder. Es überläuft uns ganz heiß und wir senken den Blick. Und dennoch, Gott sieht das, auch hier bei Kain. Gott spricht den Kain an, er lässt ihn nicht allein. Wir können nicht sagen, weil Gott wohlgefällig auf das Opfer des Abel blickt, ist die Sache abgetan und der Kain ist ohnehin schon klar, der ist abgestempelt, der muss ja ein Verbrecher werden. Er wird von Gott angesprochen. Das überlesen wir sehr schnell. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn man so will, liebe Schwestern und Brüder, ist auch das wie eine Zusammenfassung des geistlichen Lebens. Was anderes ist geistliches Leben, als sich von Gott ansprechen zu lassen? Und zwar auch gerade in den übelsten Momenten, da wir wieder mit diesen Kains-Impulsen in uns arbeiten, die ganz unterschiedliche, nicht nur Auswirkungen, sondern auch Wurzeln haben können. Das arbeitet in uns und es überläuft uns heiß. Und wir stieren sozusagen nur noch in unsere kleine Welt hinein, die wir uns dann auch zurechtlegen und blenden alles andere aus. Zumal, dass wir auf Gott hören, blenden wir aus. Warum senkst du deinen Blick zu Boden? Hier wird die Spur wieder aufgenommen, die auch eingeführt wird, nämlich ein Opfer darzubringen, sich an Gott zu wenden, den Blick zu heben. Das ist eine der ältesten Gebetsgebärden, die die Menschheit insgesamt überhaupt kennt, den Blick zu heben, die Augen zu erheben. Kain ist für beides taub. Und wir sehen seine Verhärtung, als Gott zurecht fragt, wo ist dein Bruder Abel? Weiß ich nicht. Wenn mit dem zu tun, bin ich der Aufpasser? Ja. Siebenmal kommt in diesem Text, auch in dem davor, dreimal vor dieser Frage, wo ist dein Bruder Abel, und dreimal hinterher das Wort Bruder vor. Ja, wir sind Hüter unserer Brüder und Schwestern. Und wir sind es dann, wenn wir uns auch in den übelsten Situationen, wenn unsere Gefühle, und zumal die schlechten, uns übermannen, überwältigen, uns dirigieren, uns fremd bestimmen, denn das ist es.
Wir führen dann ein geistliches Leben, wenn wir uns gerade in diesen Situationen von Gott ansprechen lassen und seine Stimme hören, die uns sagt, heb deinen Blick auf, heb ihn erneut, stiere nicht in dich hinein, stiere nicht zu Boden, sondern höre und lebe neu auf. So spricht ein Gott, der selbst am Ende den Kain noch zu schützen vermag.